Prison Architect. Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Sonntagsstunde. Ja, es ist tatsächlich wieder Sonntagsstunde, man glaubt es kaum. Die Sache ist folgende, nicht, dass ihr euch wundert. Letztes Mal ist es ausgefallen, ich habe unglaublich viel zu tun und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist das Spiel ein bisschen zu laut. Ich mache mal kurz ein bisschen Audio leiser, was ist denn los? Warte. Ah, schon mal ein bisschen besser. Genau, es ist jetzt tatsächlich, ja, ich habe es beim letzten Mal leider übersprungen. Ich konnte keine Sonntagsstunde machen. Auch deswegen, weil ich am 200-Abo-Special dran bin, obwohl es jetzt ein 250. Ey Leute, ich habe keine Ahnung, was ihr macht. Ich habe keine Ahnung, was ihr gemacht habt. Ey, ich bin so fassungslos. Ich habe auf einmal, also auf einmal sind wir so viele und auch die Conan Exiles Let's Plays. Alter, die explodieren ja. Was ist denn los? Ist Conan Exiles so beliebt? Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich früher gespielt, ne? Nur so am Rande. Aber ich sag's euch ehrlich, erstmal vielen, vielen, vielen lieben Dank für die ganze Unterstützung, die ich dadurch jetzt auch bekomme. Das ist so krass und ich bin hellauf begeistert. Ich bin wirklich hellauf begeistert. Es ist so ein bisschen, es hat lange gedauert, aber jetzt habe ich das Gefühl, belohnt zu werden für diese ganze Investition, für die ganze Mühe. Und das ist etwas, das habt ihr mir geschenkt und das bedeutet mir sehr, 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 sehr viel. Und ich hoffe, wir werden noch viele, 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 viele mehr werden, viel mehr Personen werden, die zuschauen, die zusammen schreiben, die sie, ja, einfach nur, ne, einfach hier die Zeit miteinander verbringen. Und das ist das Schönste. Also, ich sehe ja, wie viel Zeit einige hier verbringen und das ist so etwas, wo ich sage, danke und schön, dass ihr hier seid und schreibt gerne auch in die Kommentare. Ich schreibe immer zurück, aber schreibt bitte nicht sowas wie toll, Punkt und für Ende, sondern ihr könnt gerne mit mir schreiben, ihr könnt mich gerne auch auf Twitter anquatschen, was ihr wollt. Ich bin auch jemand, der gerne guckt, wer ist eigentlich mein Gegenüber, wer ist eigentlich mein Zuschauer, weil im Moment seid ihr noch sehr anonym. Und das ist etwas, wenn ihr Lust habt, ihr seid immer herzlich willkommen, mit mir hier zu schreiben. Sehr gut, aber ich will jetzt auch nicht viel weiter quaddeln. Ich würde sagen, wir machen nicht die Kampagne, wir machen einfach ein neues Gefängnis. Ich kenne Prison Architect schon ein bisschen. Aber es hat sich viel getan. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Wälder erzeugen Niederlagebedingungen. Ja, Banden. Ja. Nee, das ist blöd. Bürokratie erforscht, nein. Also das Spiel ist eigentlich ganz nice. Das könnte das Spiel aber schnell vorbei sein. Mondbauland. Okay, nee. Wir machen gleich groß, dann können wir uns ein bisschen Spaß haben. Ah, spielen Sie als der Direktor vor Ort im Gefängnis. Genau, wir können uns hier jeweils eine Person aussuchen. Anteil wieder auf Kosten von gefundener Schmuggelware. Das ist eigentlich das, was ich gerne hätte. Es sind Gesamtklima in ihrem Gefängnis sorgt dafür, dass ihre Helfer weniger häufig Probleme machten. Wachhunde haben eine 50%ige Chance, Diktatoren. Halbiert die Wahrscheinlichkeit, dass Häftlinge stoisch oder furchtlos sind. Rita. Wahrscheinlichkeit, Häftlinge zugewiesen bekommen, die aggressiv, tödlich, launisch, Mörder oder der Lobbyist. Genau, das ist halt der normale. Ich würde den normalen spielen. Ich muss aber einen Hund. Tödlicher Fluchtverhinderer, der in der Stadt besonders wohlfühlt. Gefährte klassisch. Ich spiele mal mit dem klassischen. Das kenne ich tatsächlich noch nicht. Man kann hier noch mehr einstellen, aber würde ich jetzt einfach mal nicht machen. Ich würde aber sagen, wir starten. Ah, ich habe dieses Spiel echt vermisst. Also, wir haben einen Knast zu bauen. Und ja, das wird erstmal lustig werden. Ich würde erstmal kurz im Baumodus gehen. So. Ich habe so eine Vorahnung, wie das aussieht. Ah ne, stopp. Ah, sind aber viele Sachen dazugekommen, ne? Krass. Zaunbesucher. Ein Tor, das ich. Ah, das ist ein Zauntor. Besucher, macht genau wie eine Tür. Dass sie das weiterentwickelt haben. Ich bin ja hellauf begeistert. Also bitte, ja. Also das hier wird so der Zaun werden, wo die Leute, wo die Gefangenen dann halt sich wohlfühlen können oder auch nicht. Oh, ich muss eigentlich noch eins weiter. Ich sehe es gerade.
Sehr gut, dass wir hier noch nicht gebaut haben. Dann bauen wir hier hin. Und wir bauen da lang. So. Wir bauen erstmal ein kleines Gefängnis. Weil ich keine Ahnung habe, wie das am Ende des Tages aussehen soll. Eine weiße Wand. Eine Betonwand erstmal. So. Und hier wird unser erstes Gebäude reinkommen. Nämlich die sogenannte Empfangshalle. Wobei ich sagen muss, ich bin schon mit einer Sache hier unzufrieden. Dem da. So. Moment, wir machen das ein bisschen besser. Denn die Gefangenen sollen reinkommen. Hier soll dann am Ende so eine Theke rein, wo sie sich quasi mit anmelden können. Und hier oben soll ein Warteraum sein vorerst. Der Warteraum soll groß genug sein. So. Und soll dementsprechend... was gibt's denn hier jetzt? Oh Gott, das ist so klein, seht ihr das? Für mich ist das super klein. Ich könnte es nicht größer machen. Streifen orange. Ah, hier. Okay. Dann kommt hier eine Gefängnistür rein. Hier und gleich gegenüber. Und hier machen wir einen Zauntor. Ein Zauntor-Standard. Dann kommen die Gefangenen erstmal hier rein. So. Das muss dementsprechend auch nochmal voneinander getrennt werden. Und hier kommt dann eine große Gefängnistür. Ich will einfach nur eine große Gefängnistür haben. Dankeschön. So, genau. Und jetzt brauchen wir Mitarbeiter. Wir bekommen dieses Mal Personal. Doch, das Personal sollte gleich ankommen. Töfte, da ist es ja schon. Genau, wir müssen gleich mal gucken, dass wir nicht zu viel Zeug... Also zu viel Geld verschwenden. So, und jetzt wird erstmal kunterbunt gebaut. Ah, es gibt auch ein... Also, das ist am Anfang noch ziemlich schwierig. Also, Fundament... Ah, wir haben kein Fundament gebaut. Alles klar. Alles klar, Alex. Alles klar. Okay, ich bin ein bisschen doof. Man muss ein Fundament bauen. Es gibt... Hier, wo ist das? Räume, ne? Genau, man kann hier ganz viele unterschiedliche Sachen machen. Wir haben einen Lieferungsraum und einen Müllraum. Ich würde gerne ein Export. Wo ist denn Export? Da, Export. Das heißt, wir verkaufen das Holz automatisch, was wir haben. So, wir lassen das mal ein bisschen schneller laufen mal. So, jetzt wird's was. Achso, und... Was ist denn das? Also, Lieferungsraum. Würde ich mal gerne ein bisschen größer machen. So, und jetzt kommen die Exporte immer hier hin und so weiter und so weiter. So, das ist ein sehr cooles Spiel. Man muss es halt nur irgendwie eine Zeit lang auch mal ausgetestet haben, tatsächlich. Also, man kommt irgendwann rein, dann hat man so Gangs, dann muss man aufpassen, dass die Häftlinge keinen Mist machen. Irgendwann hat man viel zu viele. Man kann sich hier immer die Dings kaufen, die, also hier kann man sich das Gefängnis erweitern und so. Das kommt alles halt noch, aber nur damit ihr so wisst, wie krass das halt ist. Genau, hier verkaufen wir zum Beispiel Zeug, also Wald, mehr oder weniger. Zack, und wir haben $700 dazu bekommen. So, das war das Entscheidende, was ich haben wollte erstmal. Ich habe voll vergessen, dass man das so machen muss. Ich habe mit Ziegel gebaut. Ich finde Ziegel nicht so schön. Genau. Ich hoffe, ich habe keinen Mist gebaut. Ich habe, glaube ich, Mist gebaut. Denn die eine Tür ist hier, ja. Und die eine Tür kommt da rein. Genau. Und wir brauchen so eine kleine Hütte von außerhalb. Vielleicht bauen wir die sogar hier hin. Ah ne, wobei, da passt die jetzt gerade noch nicht rein. Dann baue ich die mal hier. Machen wir die 10x10 groß. Da kommt, wie heißt das? Hier ist eine Personaltür. So. Da kommt Wasser und alles rein, ne? Weil das haben wir nämlich noch gar nicht. Ah, ich muss mich echt wieder an das Spiel gewöhnen hier. Zack. So, das wird fertig gebaut. Also genau, jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich muss mal ein bisschen langsamer machen. Weil wir schaffen das gerade sehr gut voranzukommen. Einmal das hier. Und jetzt kommen so Sachen wie
Versorgung war das, genau. Da brauchen wir ein Elektrizitätswerk und ein Pumpwerk. Und die müssen wir gleich miteinander verbinden. Die Kondensatoren können wir, glaube ich, drumherum basteln, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe es ewig nicht mehr gespielt. Wir können, während das gebaut wird, Räume zuweisen. Wir können nämlich sagen, genau, darauf warten, dass eine neue Zelle frei wird. Der Verwahrungsraum, zack. Jetzt haben wir hier oben einen Verwahrungsraum und wir brauchen eine Toilette. Wir machen das natürlich ganz menschenunwürdig. Nein, machen wir natürlich nicht. Hier kommen Bänke rein, damit die Leute warten können. Wir machen hier Massenabfertigung. Es sind ja nochmal Straftäter, die bei uns... Ach, okay, das klingt irgendwie nicht so schön. Nein, weg damit. Dann muss das hier hin. Ich würde gerne die Toiletten noch einbauen. Dann gefällt mir das nicht so. Aber am besten wäre es, wenn wir so machen. Und jetzt kommen die Toiletten rein. Damit keiner reingucken kann, ne? Kann man die drehen? Ja. Das war der Punkt. Ah, und das ist, glaube ich, der Fehler, den ich hier gemacht habe. Ah. Objekt abreißen. Das da. Und das da. So, und jetzt haben wir hier nämlich Strom. Und jetzt können wir hier nämlich noch Kondensatoren drumherum bauen. Die kosten recht viel. Aber sei es drum. Genau, und dann können wir nämlich hier miteinander verbinden. Und dann legen wir den Strom hier lang. Ich hoffe, das reicht. Und dann kommt natürlich auch gleich das Wasser mit. So, wir machen hier einen großen Kollegen. So. Das kostet nämlich schon relativ. So. Das kostet schon etwas. Aber so soll es sein. Ich hoffe, ich kriege das ganz gut hin. Das ist nämlich gar nicht mal so einfach. Genau, die Mauer ist fertig. Ah, die Mauern, die gefallen mir so gar nicht. Ich habe außersehen wieder das Falsche hier gebaut. Hier. Ich bin voll verwöhnt hier. So, und dann können wir nämlich die ersten Leute hier schon quasi einladen. Ja. Die Zelle hat keinen Kantinenzugang. Alles kein Problem. Das wird schon. So. Kantine bauen wir auch gleich. Ihr seht, wie lange das dauert hier. Zack, 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 zack. Und ja. Ich hoffe, der Stromanschluss ist gleich gemacht. Das dauert so ewig. Gefühlt lange. Na gut, aber wir haben auch nicht so viele Arbeiter zurzeit. Das ist halt immer so das Problem. Wie immer. Okay, da ist die nächste. Oh, da ist schon was angeschlossen. Das ist schon mal gut. Perfekt. Perfekt. Jetzt hat schon mal der Knast hier ein bisschen Spessle. 1, 2, 3. Wir bauen erstmal 3. Ich baue noch 2 davon. Und wir brauchen die Kantine jetzt schon mal. Hier, Beton. Beton. Das wird unsere kleine Kantine für die hier oben sein, oder? Ne, wir bauen das so, wir bauen das so. Das ist besser so. Oh. Ach Mist, jetzt haben wir alles falsch gemacht. Stimmt immer wieder. So. Wenn wir das nicht anständig bauen, dann müssen wir uns vor nichts schämen. Vor nichts schämen. Warte mal. Wo sind die Objekte da? Objekt abreißen. Dankeschön. Also jetzt werden die Dinger richtig gebaut. Alles gut. Der Zugang wird gleich geschustert. Wir müssen einen bauen. Ich würde hier dann irgendwie so einen Personalzugang machen. Wo ist denn das? Oh Gott, ich komme gar nicht hinterher. Tür, genau. Wir machen hier eine Doppeltür hin. Wäre mein Vorschlag. So. Passt, genau. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Bis das alles durch ist. Ich habe schon mal ein paar Polizisten eingestellt zur Sicherheit, ne? So. Oh, wir kriegen ganz gut Geld gerade.
Habe ich kein Problem mit, muss ich ehrlich zugeben. Oh, da kommt aber jetzt gleich nochmal eine richtige Pulle von Geld. Okay, das sieht nicht schön aus. Ich wiederhole, nicht schön. So. So. Und dann müssen wir mal gucken, weil hier kommen die Gefangenen zum Essen. Und hier irgendwo dürfen die dann... Warte mal. Wir werden sehen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich komme ganz durcheinander. Nicht versorgen, da. Wir brauchen nämlich für die Küche... kein Handtrockner. Handtrockner sind auch neu. Nicht überdachte Tribüne. Kann man mittlerweile ein Sportfeld bauen? Alter, wenn das so ist, dann raste ich aus. Das ist ja dann richtig gut. Laufbrücken. Reifenstab. Okay, es sind echt viele neue Sachen dabei. Duschstange. Herd und Kühlschrank, genau. Das sind die Dinge, die ich brauche. Wir machen die hier so. So. Ja, so. So. Dann brauchen wir Herde. 2, 3. Dann brauchen wir einen Mülleimer. Glaube ich, war das hier? Ich mache mal hier Mülleimer hin. Und hier noch einen. Genau, jetzt können wir nämlich die Betonwand ziehen. So. Jetzt kommt hier eine Personaltür rein. Dann würde ich hier eine Personaltür machen und ein Zauntor für Personal. So soll es irgendwie funktionieren. Oh, es klappt nicht. Warum nicht? Ist aber nicht nett. Muss man wohl abreißen. So. Und dann haben wir nämlich 2 Räume. Jetzt muss ich mal gucken. Genau. Das hier ist die Küche. Die Kantine. Und das hier ist die Küche. Genau, so. Und hier brauchen wir noch eine Spüle. Ah, die Spülen brauchen wir noch. Aber das wird uns jetzt endlich angezeigt. Weil ich wusste nämlich nicht, was das letzte ist, was wir brauchen. Oh. Nein. Dann müssen wir das so machen. Ich hoffe, das klappt auf irgendeine Art und Weise. Personaltür. Da. Ah, das geht gar nicht. Warum nicht? Warum geht das nicht? Hier geht's hier nicht. Es geht hier überall nicht. Warum? Hier geht eine Personaltür. Ah. Dann machen wir das so. Und erweitern den Zaun. Alter, komm schon. Gehen wir nicht auf den Keks. Okay, wir brauchen Wasser. So. Und wir brauchen noch Strom. Ihr merkt, ich bin noch sehr langsam. Aber das hat seinen Grund. Ich will ein anständiges Dingeldeich hier machen. So. Okay. Gleich können nämlich unsere ersten Besucher rüberkommen. Genau. Ich stelle 2 Küche ein erstmal. Zack. Na, haben wir jetzt 3 gemacht, ist ja auch egal. Ah, und die Kantine muss noch ausgerüstet werden. Wir bräuchten Bänke. 1, 2. Und wir bräuchten Tische. Mhm. 1. Dann kommt hier wieder was hin. Hier wieder was hin. Da. Da. Wo sind die Bänke? Nein, das sind die kleinen. Die Bänke. Es kommen noch mehr Leute. Also ich mache mir da jetzt erstmal noch keinen Kopf, aber ihr wisst ja, wie es ist. Okay. Mehr Serviertische kann ich zurzeit nicht machen, aber das... Oh, hoppla. Das kommt noch, oder? Wir machen das... Wir machen das so. So. Und so. Dann haben wir noch ein bisschen Platz.
So, Serviertisch, Bank. Das ist hier fertig. Hier kommt's Essen neu. Wir haben drei. Ja, wir haben's gut. Dann können wir die ersten Leute reinholen. Alle verfügbaren. Ah. Häftlinge treffen um 8 Uhr ein. Wir haben jetzt. Wo ist denn die Uhr? Oh, wir haben 6. Bald kommen unsere ersten Leute. Ich wollte Knastis sagen, aber das ist irgendwie so disrespectful, finde ich immer. So. Und dann gucken wir, dass wir jetzt hier die ersten Zellen bauen. Wir müssen halt nur ein bisschen aufs Geld achten. So, gleich kommen die ersten. Yay. Bin gespannt. Später kann man dann auch so Tagespläne entwerfen. Für jeden unterschiedlichen dann halt ja auch unterschiedliche ja wie soll man sagen, unterschiedliche Bedingungen und so, wie das alles ist. Ganz gut gemacht. Okay, gleich kommen die Leute. Da sind die. So, die werden gleich erstmal hier rübergebracht. Wir haben noch nicht diesen Empfangsraum gemacht. Der kommt noch. Aber wie gesagt, man kann halt für, man kann Leute dann auch einstufen, leichte oder mittelschwere Täter oder wie auch immer. Das kann man dann auch machen und ja, das macht schon Spaß. Einer heißt Hey, einer heißt White Man. Wooten. Wooton. So, und ihr merkt, jetzt wird Essen gekocht und die dürfen gleich rübergehen hier. Währenddessen, ich werde erstmal absperren, denn ich werde diesen Zaun zumindest hier nochmal entfernen und dann werde ich gucken, dass wir ein gescheites Ding noch bauen. Also das heißt, ich würde gerne ein, zwei Sachen gerne bitte schöner da. Ah, hier genau. Man kann später auch Personal hier jeweils zuteilen. Das ist auch ganz gut gemacht. So. Ich hätte nämlich gerne hier erstmal. Ungefähr hier hätte ich gerne Büros. Ich weiß nicht, wie groß die sein müssen. Ich glaube, es war 5x5. Und ich hätte gerne die ersten Zählen. Die würde ich gerne hier hin machen. Die zwei Fundamente, die kosten halt echt viel. Objekte. Eine Personaltür. Wo sind die denn? Das sind Böden. Eben. Wo sind die Türen? Ach, hier Minus und dann. Nee. Ach, Wände und Türen. Ah, ich bin so doof. So. Genau, wenn das hier, dann kommt hier eine große Gefängnistür rein. Die Duschen kommen auch noch. Also das kommt alles jetzt nach und nach. Jetzt müssen wir halt nur gucken, dass wir das gescheit hinkriegen. Genau, wenn ich jetzt hier sage, Personal. Moment, dafür müsste ich den Raum zu einem Büro machen. Es ist perfekt. Okay, jetzt kommen nur noch so ein paar Sachen rein. Ein Aktenschrank. Ein Dester. Ist das ein richtiger Sessel? Ja. Geben wir ihm den hier und dann haben wir das. Müssen wir nur noch an Shellysen. Und dann das darüber. So, jetzt haben wir das schon mal. Jetzt müssen hier noch richtige Wände gebaut werden. Also, wir machen hier so Knechtle. Wir sind erstmal Platz sparen, würde ich sagen. Ah, wobei, Moment mal. Genau, es gibt nämlich einfache Zellen, die man bauen kann. Die würde ich bevorzugen. Die können wir später ja nochmal aufbessern. Na, da waren wir aber nicht sehr gut. Okay. Die kosten noch zu viel. Aber die können wir fertig bauen. Also dann haben wir schon mal die.
Natürlich können wir die Leute noch nicht rauslassen. Wir müssen noch ein bisschen warten. Und ja, tralala. Ihr wisst, wie es ist. Wir haben noch keine Putzkräfte. Wir haben nicht mal einen Direktor. Wie gesagt, das kann noch ein bisschen dauern. Jetzt muss hier immer ein Polizist rumrennen. Also ein Sicherheitspersonal und so. Das kann noch ein bisschen dauern. Aber das wird schon... Achso, was ich dem vielleicht geben könnte, ist... Ah ne, das ist nicht Wände, sondern Objekte. Objekte verkaufen. Nein, so nicht. Einreißen, ja, einreißen. Das können wir verkaufen, dafür kriegen wir auch ein bisschen Geld. Haben wir das schon mal. Das da, das da, das da. So. Und das da, perfekt. So, das wird gleich auf den Exporthaufen gesetzt und dann wird das weggeschifft. Das ist schon mal ganz gut. Wir haben auch noch keine Pausenräume für die Leute und so, also es kann ein bisschen dauern. Ja, aber das Spiel macht schon richtig Spaß, also gerade wenn es später ein bisschen heißer wird. Also man kann die Leute einschließen, hier unten rechts sieht man das. Man kann einen Appell machen. Genau. Dann kann man arrestieren, einschließen, also man macht alle Gefängnistüren Schluss zu, man kann eine Razzia machen, man kann Tunnel suchen und Wachen rufen sogar. Es geht später auch noch hier Notdienste, man kann Bereitschaftspolizei, Sanitäter und Feuerwehr holen, falls da irgendwas mal passiert sein soll. Das ist halt auch super gut gemacht. Das Problem ist natürlich, die Leute können sich nicht so frei bewegen. Genau. Direktor kostet recht viel. So, aber ihr seht ja, wie es läuft. Zack, 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 zack. Jetzt fahren die weg und wir haben 950, aber dafür haben wir halt auch wieder Minus gemacht. Ja, das ist nicht so ganz einfach. Bis die Leute hier rüberkommen, dauert es halt noch. Und dann müssen wir noch das legen. Oh Gott. So, müssen wir das so... Zack. Eins. Zwei. Drei. Vier. Genau. Ah, guck mal, hier sind schon die ersten im Knast. Das ist schon mal ganz gut. Die dürfen aber sonst nirgendwo hin. Das ist noch ein bisschen bitter. Moment, Moment, Moment. Stopp. Wir ziehen den Zaun mal drum. Auch wenn die Tür hier hinten erstmal Nonsens erscheint, ist sie aber nicht. Die werden wir später nochmal brauchen. Und dann hier und dann Zauntorpersonal. So, und dann der Rest kommt gleich. Oh, Mist, sorry. Der Rest kommt gleich. Wir machen gleich hier das Zauntor auf. Erst wenn hier alles zugeschlossen ist. Aber dann machen wir es. Das ist zu. Genau. Wir machen hier zur Sicherheit auch nochmal zu. Genau, jetzt ist zu. Und jetzt können wir nämlich die Wände abreißen. Zack. So, und jetzt kommt es gleich. Jetzt können die Leute auch raus, wir können hier gleich einen Pausenraum machen und so, also so wie heißt das, so ein Ruheraum für die Leute. Wir haben gut Geld bekommen, das ist schon mal gut. Wir haben die ersten Leute im Gefängnis. Ich würde sagen, wir bauen jetzt nochmal schnell Zielen. So. Das passt. Da oben können wir jetzt den Direktor einstellen. Der hat schon ein Dings, ein Büro und jetzt steht uns natürlich die Forschung frei. Jetzt müssen wir mal schauen. Oh, man kann ja noch mehr. Gefließte Wand, Wand Fernost. Okay, krass. Jetzt steht uns die Forschung hier frei. Ohne Berichte, ne? Jetzt bekommen wir erstmal viel mehr Leute. Bedürfnisse, da müssen wir Leute einstellen. Hier sind so Zuschüsse, die man sich, erhaschen kann.
Man bekommt auch immer für erledigte Aufgaben halt immer nochmal neue Sachen. Ne? Das sind so Kleinigkeiten und man kann sich auch das Gefängnis, ich mach mal langsamer, man kann sich das Gefängnis bewerten lassen. Ein Häftling wurde entlassen beispielsweise. Da müssen wir 10 entlassen haben. Diagramme, es sind die Leute, die hier ankommen. Das sind unsere Aufgaben, ne? Ein Häftling bereit für Bewährung, ne? Das müssen wir zum Beispiel machen. Ihren ersten Zuschuss annehmen, das gehört auch noch dazu. Also, da kommt noch eine Menge auf uns zu. Oh, das geht gar nicht. Warum nicht? Ich verstehe das Problem nicht. Hallo? Verstehe ich das Problem nicht. Okay. Nice Bug. Genau. Kontostand habe ich ja schon gezeigt. Das habe ich gezeigt. Das habe ich gezeigt. Man kann jetzt forschen. Ich weiß, wie ging das nochmal? Kann das über Berichte? Nein. Der Direktor ist ja jetzt da. Genau, weil hier gibt es nämlich noch andere Leute, die man anstellen kann. Bin ich gerade irgendwie deppert? Oder müssen wir noch was dafür füllen? Ah. Sehr geehrte Damen, sehr geehrter Herr, herzlichen Glückwunsch zum Abschluss der Einführung. Sie sind nun qualifizierter und so weiter. Das ist einfach nur so ein Hinweis, was man machen muss. Dann gibt es hier den ersten Zuschuss, den wir annehmen müssen. Hä? Es ging doch eigentlich immer hier rüber, oder? Tages... Einführung. Kann man auch ziemlich viel noch machen. Was sind das für schon? Ach, hier Bürokratie. Alles klar. Genau, jetzt können wir hier neue Sachen lernen. Ne? Also man kann zum Beispiel sagen, hier Sicherheit und dann kann man die einsetzen. Das heißt, die patrouillieren in gewissen Gebieten rum. Das würde ich als erstes machen. Dann würde ich das hier machen. Die Wartung ist sehr wichtig. Und die Gesundheit ist sehr wichtig. Die Psychologie lasse ich jetzt mal aus. Was gibt es denn hier noch? Rechtliche Verteidigung. Taser-Ausgabe, genau. Hunde. Haftung für Hinrichtung Unschuldige. Das ist okay, krass. Steuer, das ist auch gut. Gartenpflege gibt es dann, Gefängnisarbeit. Also man kann schon sehr, sehr viel machen auf Dauer. Genau, das braucht aber nur ein bisschen zum Forschen. Der eine hat hier kein Wasser. Was? Warum hat der Mann kein Wasser? Das kann mir keiner erklären, oder? Warum der Mann kein Wasser hat. Und warum die Gefängniszellen offen sind. Hä? Könnt ihr die nicht mal abschließen? Oder haben die jetzt gerade Freigang? Ist das Spiel jetzt verbuggt oder? Ich verstehe nur. Ah, jetzt sind sie zu. Okay, komisch. Alles klar. Jetzt lassen wir den Tag mal ein bisschen laufen. Wir haben genug Strom. Das ist zum Beispiel auch immer ganz wichtig. Essen ist da. Die Leute können essen gehen. Wenn das jemand mal aufmachen würde. Alles klar. Also die Leute gehen natürlich nicht nirgendwo hin. Also sie gehen nirgendwo hin. Wo sind das? Häftlinge, ne. Morgen kommt eine dicke Ladung Häftlinge, glaube ich, oder? Ja. Nächste Lieferung 30 Leute. Alles klar. Genau. Wir sind jetzt gerade bei nichts. Und gleiches Essen. Okay. Muss man halt auch irgendwie verstehen. Man kann die Leute halt auch echt ärgern und echt foltern. Also das kann richtig, richtig schlimm enden. Kann auch sein, dass man dann halt dauerhaft irgendwelche stressigen Momente hat. Da kommen zum Beispiel die Leute langsam. Genau, das ist das erste ist fast fertig. Wenn man überall einen Wachmann hat, dann hat man den Vorteil... Ich weiß nicht, warum man das nicht... Ich verstehe nicht, warum man das nicht anschließen kann. Ah. Nö. Ist irgendwie ein Rätsel für mich. Man kann hier in dem Ding nichts anschließen. Warum?
Ich kann das nicht mal abreißen. Okay, alles klar. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich wollte irgendwas gerade sagen, ich habe es wieder vergessen. Na, ist ja auch egal. Genau, wir werden hier gleich nochmal richtig schön erweitern. Wir werden hier überall noch Gefängniszellen reinballern. Wir können zum Beispiel, die haben ja jetzt auch gerade keine Duschen, wir müssen gleich noch Duschen einrichten. Das könnte ich eigentlich jetzt schon mal überlegen. Ich würde es am gescheitesten machen. Ich würde so einen Duscheingang machen. Und auf der anderen Seite, das ist natürlich auch bitterböse, ist aber auch sehr gefährlich. Ich würde hier eine große Gefängniszelle machen. Das kann man nämlich liebevoll einrichten. Hier zum Beispiel würde ich nichts weiter machen. Ich würde einfach hier die Betonwand zuziehen. Zack. Ah, zu wenig Kapital. Alles klar. Genau. Hier ziehen wir dann die Gefängniszellen zu. Alles klar. Ich habe keine Kohle. Ja, bis die Leute kommen, dauert das halt noch. Hier kommen dann mehrere Betten rein und dann geht's erst richtig los. Oh Gott. Alter. Da sitzt ein Gefangener halb im Knast nur. Okay, jetzt dürfen die Leute raus. Jetzt müsste auch gleich die nächste Lieferung kommen. Ich bin gespannt. Hört ihr das Glockenläuten? Zack, jetzt haben wir erstmal Kohle. Jetzt kann ich die Wände überall zuziehen. Genau, und hier machen wir das so. Und hier kommt dann die Dusche rein. Räume. Also erstmal hier so ein Schlafsaal. So. Damit die Leute überhaupt erstmal Platz haben. Und dann kommt hier eine Dusche rein. So, und da müssen diese Duschköpfe hin. Und das ist natürlich, das kann man sehr schön einrichten. Man kann sagen, okay. Zack. Und dann zieht man das hoch. Und jetzt kann man das auch umdrehen. Und hier hochziehen. Dann zieht man hier eine Wand. Man kann sehr, sehr viel Platz sparen. Ich würde es nur mal sagen. Ne? Zack, man zieht eine Wand. Nimmt wieder. Ich glaube, nicht mal das braucht man. Und dann zieht man das hier wieder hoch. Dann lassen wir hier Platz dazwischen. Und dann ein Abfluss. Und ansonsten versuchen, überall irgendwo einen Abfluss hinzuklatschen. Das passt. So hier zum Beispiel. Damit das Wasser nicht rausfließt. Das kann echt Probleme bereiten. Hier brauchen wir Etagenbett, Bett und Toiletten. So wie da hinten halt, ne? Das heißt, wir ziehen hier zumindest eine Toilette. Und ansonsten kommen Betten rein. Einfach nur, damit wir die Leute jetzt gerade mal runterkriegen. Ihr seht, die kosten nicht wenig. So. Das kann hier echt zu einem kleinen Problem werden auf Dauer. Diese Zellen müssen wir recht schnell bewältigen. Oh Gott. Die Leute, guck mal, wie viele da raus, rein, raus wollen. Ach, diese. Oh Gott, ich habe viel zu wenig. Ich brauche 15 davon. Und ich habe kein Kapital mehr. Super. Danke. Das ist ein großes Dankeschön. Aber Hauptsache, wir haben genügend Polizisten, die sich um alles kümmern. So, guck mal da hinten. Zack. Der Erste, der rüberkommt, der sich waschen tut. Krass, oder? Genau, jetzt gibt es die ersten Aufstände. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ihr seht, das ist halt alles noch nicht fertig. Oh Gott, ich bin so doof. Ich habe einen eklatanten Fehler gemacht. Das ist ja furchtbar, was ich da gemacht habe. Ich bräuchte einmal die Wand weg, die beiden weg, den da weg, den da weg, die Wand weg und die beiden Objekte da nochmal weg. Und dann bräuchte ich hier eine Wand. Ach, warte mal, das machen wir gleich. Lassen wir die Leute erstmal arbeiten. Genau, also hier ist irgendwas, Überdosis von irgendwas. Wir haben keine Ausnüchterungszellen, kein gar nichts. Ist nicht so cool. Das ist gar nicht gut. Also das Geld fliegt uns jetzt nicht gerade zu. Ein Todesfall wegen der Überdosis. Haben wir ja jetzt schon mitbekommen.
und das ist jetzt das Problem. Ich kann das Ding nicht fertig machen. Und wir müssen auf das nächste warten. Neun Familien warten auf Besuch. Drei Angestellte sind erschöpft. Ja, das müssen wir auch noch machen. Vier warten auf... Okay, oh Gott. Bis wir die Aufgaben durch haben. Also, ja. Ah, wir müssen vielleicht einen Zuschuss mal annehmen. Wenn wir einen Zuschuss annehmen... Das hier zum Beispiel... Das können wir erledigen. Bauen Sie einen Hof. Das sind so Kleinigkeiten. Wo ist denn der Hof? Der Hof ist hier. Ich glaube, einfach nur den machen, dann haben wir schon das. Haben wir nochmal mehr Geld bekommen. Ich habe ganz vergessen, dass man das so macht. So. Und dann bauen wir hier noch. Und jetzt brauchen wir diese Abflüsse. Und jetzt brauchen wir noch Toiletten. Das ist halt auch noch so eine Sache. Zack. Für die ganzen Leute. Und dann bringen wir wieder Leute unter. Genau. Wir haben jetzt hier schon das ein oder andere durch. Ich würde gerne sofort den Einsatz machen, dann kann ich die Leute stationieren. Das ist viel wichtiger. Das ist mir gerade sehr, sehr wichtig. Weil dann haben wir überall Einsicht. So. Hier merkt man schon, was das Problem ist. Ich kann das nochmal nicht anbringen. Warum nicht? So. Dann machen wir das so. Zack, Toiletten sind drin. Achso, ja genau. Die brauchen natürlich noch Wasser. Ja klar. Das bei dem Ein... Ach, egal. Ich frag gar nicht mehr. Genau, da kommen schon die ersten. So. Die ersten Sachen wurden fertiggestellt. Genau, jetzt kann ich hier nämlich Vorarbeiter einstellen. Ich kann Sicherheitschef einstellen. Das sind alles Kleinigkeiten, die wir bräuchten. Ich würde gerne das einmal kopieren. Ich weiß nicht mehr, wie es ging. Oder mache ich einfach hier so ein Büro? Ja, das geht auch. Zack, einfach anschließen. Dann können wir nämlich zwei neue Leute einstellen. Zwei wichtige Leute sogar. Mm, genau, hier. Das Ding ist ein Problem. Ich weiß nicht warum. Es geht noch immer nicht. Als ob die Zelle hier irgendwie ein Problem hätte. Was ist das für ein komischer Bug gerade? Die Leute können nichts abreißen. Und wir bräuchten irgendwann Lagerraum. Einen kleinen Hof haben wir ja schon. Oh Gott. Das ist ein reines Durcheinander gerade. Okay. Ich muss mal ganz kurz eine Pause machen. Ich bin gleich wieder da. So, da wären wir wieder. Entschuldigt bitte. Ich habe plötzlich, aber ganz urplötzlich, Essen bekommen. Ich weiß auch nie woher. Naja, jetzt, entschuldigt bitte. Ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Genau, wir bauen ja jetzt hier gerade. Dann können wir uns nämlich die zwei neuen Leute holen. Nämlich... Gut, wir können uns fünf... Wir brauchen auf jeden Fall die Leute noch. So. Wir bauen mal aus. Wir müssen die Zellen hier dringend ausbauen. Das geht so nicht weiter. Wir haben hier halt ein großes Gefängnis jetzt. Was denn mit dem Rotz, Alter? Oh, ja, wir brauchen den Sicherheitschef. Ihr merkt, für die nächsten Erweiterungen brauchen wir den Sicherheitschef. So, Herr Sicherheitschef, vielen herzlichen Dank. So. Damit kann die Forschung jetzt beginnen. Ausbildung kann man machen, mache ich jetzt aber erstmal noch nicht. Micromanager, ah, die Finanzendame noch, Buchhalterin, genau. Die benötigen wir noch. Und wir brauchen einen Ruheraum. Für unsere Mitarbeiter. Ich würde sagen, hier oben, hier läuft so ein bisschen unser Mitarbeiterbereich ab. Hm? So, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Dann machen wir halt von hier aus irgendwie so ein Ding. Oh, ist ein bisschen groß.
Ah, 10 mal 10, das sollte reichen. Für den Anfang soll es reichen. So. Dann machen wir den da. Eine Tour. Eine Personal-Tür. Und dann wird das gemacht und jetzt müssen wir hier gucken. Ich habe keine Ahnung, warum das hier nicht weggeht. Man kann halt echt nichts machen. Als ob das hier weggezaubert wäre. Ich meine, ich will den Platz ja nutzen, deswegen bin ich ja da. Okay. Das haben sie jetzt weggebaut. Kann man... Das kann man beides abbauen, aber warum das nicht? Ich verstehe das nicht. Ist echt blöd. Na gut. Dann knall ich die Wände wieder rein. Nein, 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 nein. Da und dann noch die eine Gefängnistür. Dann ist das halt kein schöner Ort. Ich hab keine Ahnung. Das machen wir auch noch schöner mit schönem Boden und so, aber am Anfang. Ah, wir brauchen einen doppelten Raum. Stimmt. Oder? Ah ne, Sicherheitsraum kommt auch. Kommt noch. Genau hier. Vorarbeiter. Büro vom Vorarbeiter. Vom Vorarbeiter. Bitte komm, Vorarbeiter. Da, wir wollen ein Büro. Definitiv. Oder wir warten. Ah, wobei die Buchhalterin wäre schon wichtig. Die kann uns nämlich nochmal richtig schöne Sachen möglich machen. Räume. Ein Personal Room. Getränkeautomat und Apples. Für den Personalraum. Wir brauchen ein Sofa und ein Getränkeautomat. Erstmal. Das wird noch besser. Ah genau, jetzt ruhen die sich aus. Perfekt. Ah ne, Moment, der ruht sich gar nicht aus. Doch, der ruht sich aus. Nur die Sachen fehlen halt noch. Okay. Jetzt werden die Sachen schnell gemacht. Ja. Ist der jetzt fertig? Sieht fertig aus, ne? Dann haben wir noch die Buchhalterin. Ne, das ist noch nicht fertig. Die bauen gleich noch. Ah ja, genau. Jetzt ist es fertig. Und jetzt haben wir die Dame da. Genau, der Personalraum ist fertig. Die Leute können sich ausruhen. Unsere Dienste müssten jetzt gleich gehen. Ah, die Gesundheit. Wir brauchen noch ein Krankenhaus. Oh Gott. Die beiden brauchen wir. Ist gar nicht mal so einfach. Was ist das denn? Er schaltet Nahrungslogistik frei. Ermöglicht Nachbarsgrundstücke zu kaufen. Okay, extra Zuschuss. Ihnen 3 statt 2 Zuschüsse. Kredite. Die beiden werden noch wichtig. Und ein Psychologe. Wir geben gut Geld aus dafür. Aber das wird schon. Death with Thorn. Im Moment will ich halt nicht für alles so viel Geld ausgeben, ne? So. Okay. Wir haben viel zu wenige Zellen. Viel zu wenige. Wir müssen tatsächlich das hier echt mal ein bisschen erweitern. Ich würde das hier machen. Ansonsten wird das halt echt nichts. Morgen kommt ja die nächste Fuhre Leute wieder. Das heißt, es wird immer voller und immer voller. Das hat auch keinen Zustand. Einer ist verletzt. Zwei sind verletzt. Kann ich ein Krankenhaus, eine Krankenstation schmecken? Oh Gott, das wird jetzt echt schwierig jetzt.
Es gibt eine Schlägerei, die sehen wir halt nicht. Oh. Oh, nein, 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 nein. Das darf doch nicht passieren. Wir müssen schon die ersten Leute holen hier. Alter. Und ein Sunny. Gott. Ja, die haben halt nur Holzknüppel, gell? Na, das wird jetzt ein Spaß. Ich meine, die kommen nicht raus, aber... So sind die Leute da. Rein hier. Schnell rein. Und die Paramedics. Hinterher. Oh ja, hier gibt's erstmal eine dicke Schlägerei. Vor der Tür. Weiter, weiter, weiter. Der Ausbruch. Alter, einfach nur durch so einen dummen Baufehler. Kannst du keinem erzählen. Also. Aber dass er auch die Wände wegmacht. Entschuldigung, ja. Das ist doch reichlich blöd. So. Die können verschwinden. Ja, die können sich ja gerade mal umgucken. Können auch mal da reingehen, die Paramedics. Und die Leute schon mal hochheilen. So. So, da ist noch ein Paramedic rumrum gewesen. Sehr gut. Sehr gut. Lassen wir die nochmal eine Runde laufen. Ah, Moment, stopp. Ich lass die mal hier hin. So. Das kann hier halt echt noch dauern. Wir haben Personal haben wir gut. Also bei Personal mache ich mir nicht so viele Sorgen. Zack. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und dann hier. 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 So. Dann kümmern wir uns mal drum. Dass hier überall Strom reinkommt und so. Den einen Eingang hier vorne, den will ich weg haben. Definitiv. So. Danke. Und da wird dann einfach zugemauert. So wie es sein soll. Oh Gott, wir haben kein Geld mehr. Heide Witzke, Kapitän. Warum sind da zwei Türen? Ich will da gerne einfach nur zugebaut haben. Ah, die Dinger werden jetzt hingeklatscht. Okay, zack, zu. Und, das sieht auch nicht optimal aus, ne? Haben die auch nicht schön gemacht. Wir bauen hier erstmal nochmal schnell eine Wand rein. Zu wenig Kapital, alles klammert. Wann kommen die Leute um 8 gleich? Ah, Moment. Das haben wir geschafft. Das haben wir auch geschafft. Bauen sie eine ganze Stelle. Gefängnis. Okay, das hier. Das hier. Okay. Jetzt habe ich auch eine Erklärung dafür. Wir brauchen erstmal hier eine Wand. Zack. Okay, die Leute kommen gleich. Schalten sie Patrouillen frei. Patrouillen. Da. Das kann jetzt freigeschaltet werden. Stellen Sie mindestens 2 Ärzte ein. Kein Problem. Stellen Sie mindestens 1 Gärtner ein. 3 und... Ja. 2 Hausmeister. Ah, die werden gerade noch fertig gemacht. Okay, 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 okay. Ah, wir können ja jetzt die Einsätze planen. Hier kann einer hin. Hier kann einer hin.
Hier müssen zwei hin. Da muss einer hin. Da muss noch einer hin. Okay, weil das ist unsicher. Und niemand will gerade die Wand bauen, habe ich das Gefühl. Ah, die Wand kommt jetzt. Okay. Okay, das ist schon mal schön. Jetzt kommt eigentlich genau das, was ich eigentlich nicht machen wollte. Nämlich das hier weg erstmal. Genau. Und jetzt kommen hier die Wände. So. Weil das wollte ich eigentlich so haben. So eine Leichenhalle mehr. Hä, warum ist das eine Leichenhalle? Habe ich das Falsche ausgewählt? Ist das... Okay, also das ist jetzt doof gemacht. Wo sind die Krankenstationen? Ach, das ist Hälfte, Hälfte. Alles klar. Okay. Jetzt müssen wir so schnell wie möglich die Zellen bauen. Schnelles Bauen, einfache Zelle. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, gut, das passt nicht so ganz. 3, 4, 5, 6er. Okay. Und jetzt muss ich natürlich die Wand da oben noch einreißen gleich. Mache aber hier jetzt nicht den gleichen Fehler. Und mache eine große Gefängnistür hin. Und dann bauen wir gleich aus. So. Währenddessen kann ich einen Psychologen einbauen. Stopp. Dann machen wir hier schon schnell ein Büro. Wir brauchen irgendwann Einzelzellen für die Leute. Weil die können sich echt nicht benähren, habe ich das Gefühl. So, und wir brauchen Lager. Oh Gott, wir müssen alles Mögliche jetzt bauen. Erstmal sollen die Leute hier ihr Zeug bekommen. Das ist so Nummer uno. Okay. Zack. Achso, die Paramedics können hier gehen. Die brauchen wir so nicht mehr. So, jetzt wird hier zu Ende gebaut. Da oben steht schon die Tür. Das ist schon mal sehr schön. Wir haben für das... Wir brauchen noch einen Arbeiter. Und wir brauchen... Die müssen hier echt aufräumen, Alter. Das ist echt schlimm. Dieses Gefängnis sieht aber auch aus wie sonst was. Okay. Wir brauchen den einen Psychologen noch. Wir machen den Gefängnisblock doch noch ein bisschen größer. Wir haben so viel Geld gerade. Ich mache den echt mal so groß. Und bauen hier noch eine neue Tür ein. Ein doppelte bitte. Große Gefängnistür, so heißt das Ding genau. Zack. So. Genau. Dann nehmen wir ein bisschen Geld. Könnte ich. Es gibt ja Gemeinschaftsräume, die wir machen können. Büroräume, die haben wir auch noch. Ah, das ist fertig. Bitteschön. Herzlich willkommen. 3 Wachen auf Patrouillen. Kann ich die schon auf Patrouille sitzen? Aber sowas von. So. Können die nämlich so sitzen. Das hört sich an wie so ein alter Fax. Nee, der von so einer Arztpraxis, so ein Ding. So hört sich das an. Ah. What the fuck? Es reicht, wenn da ganz wenige patrouillieren. Okay, ich habe ein bisschen übertrieben, sorry. Okay, 4 Leute reichen vollkommen aus, dankeschön. Genau, jetzt können wir natürlich die Zuschüsse holen für, Hundeführer, nee. 3 Häftlinge der Wäscherei zu.
Personal, bauen Sie einen Personalraum. Sorgen Sie dafür, dass kein Angestellter, okay, Ernährungsstudie, Drogenbekämpfung. Ja, da können wir halt nochmal investieren. Ah, hier ist B. Bam. Aber sowas von easy peasy. Das wird jetzt hier auch nochmal was ganz Großes werden, ey. Okay. So, das haben wir. Das haben wir. Hier ist noch jemand. Hier sind die Leute auf dem kleinen Hof. Alter, wir müssen das vergrößern. Und wir müssen die halbe Leichenhalle irgendwie anders machen. Und wir müssen eine größere Kantine. Oh Gott. Für jetzt reicht das gerade mal so. Nicht. Das ist ja hier. Alter, wie auf dem Pferd. Das ist ja furchtbar. Okay. Bäm. Guck mal. So soll ein richtiges Dingeldei hier aussehen. Ich hoffe, das reicht. So ein Strich. Was nicht reicht, das kann ich jetzt schon sagen, das sind die Kondensatoren. Gleich haben wir keinen Strom mehr. Die müssen wir dringend anbauen. Was ist denn los? Ernsthafte Beschwerden. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay, die Leute machen. Hier ist die Tür falsch rum. Das habe ich auch gut hinbekommen. Räume, nee, Objekte. Wo kann ich? Hier unten. Objekt entfernen. Und bitte die Tür jetzt mal richtig rum. Danke. Personaltür. Wo sind die denn? Ah ne, die sind ja hier immer. Ah ja. Never forget. Da hat jemand eine Überdosis gehabt. Jetzt jemand stationiert von uns. Oh Gott. Jetzt fangen wir erst damit an, ey. Ich mache natürlich wieder schnelles Bauen. Weil das am schnellsten geht, logischerweise. Haha. So. Ich würde gucken. Also die beiden, oh Gott. Dass das irgendwie so passt, ne? So. Also hier passt das. 3, 4, 6, 7, 8. Hier machen wir dann, weiß nicht wie viele frei. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Ist okay. Kann man machen. Ja, so können wir das machen. Weil hier könnte noch einer reinpassen, aber das wäre dann zu viel. So. Wird ja eine riesige Haftanstalt, Alter. Oh Gott. Ich will die Preise nicht sehen. Ich lass das erstmal. Alter! Hilfe! Wie viel das kostet? Es kostet ein halbes Vermögen. Naja, wir wollten ja genug haben, ne? Ah, warte mal. Wie heißt das? Lieferungsgedöns, genau. Wo ist denn das? Da. Müllraum, Leichenhalle, Lieferungsraum. So. Können wir nämlich ein bisschen vergrößern. Haben wir auch genug Platz dann. Weil wenn dann die Wegen kommen, dann passt das ja auch gleich wieder. So, Exporte können wir später noch ein bisschen besser machen. Tatsächlich. Wann kommen denn die Wegen an? Ah ja. Jetzt kommt noch Wasser. Oh Gott. So. Und so. Jetzt müssen wir überall noch Wasser legen. Da. Oh je, da. Da. Das machen wir so. So. Das machen wir so. Nein. So. Und dann müssen wir hier wieder ranziehen.
denn hier kommt dann das Ding wieder irgendwie ran. Irgendwie passt das dann. So. Alter, das ist auch schon irgendwie furchtbar gemacht. Heute 5 Ausbrüche. Das ist schlecht, würde ich jetzt spontan sagen. Wie kann das denn sein? Wie können die Leute denn ausbrechen? Also 5 Leute auf einmal. Na, hier vielleicht, ne? Okay. Ich mache zur Sicherheit. Nur für unsere Sicherheit. Mache ich das da. Das da. Und hier, so ein Zaun fürs Personal. Ausschließlich. Und schlimmstenfalls hier ist noch fürs Personal. Genau, und jetzt würde ich auch hier gerne den Zaun zu Ende bauen. Wobei, Sturb. Wir bauen ganz groß. Dann muss ich ja nicht nochmal bauen, weißt du? So. Und den Pastis. Vorerst. Vorerst. Wir brauchen noch ein bisschen Strom. Wie immer. Ich muss das an jeder Ecke legen können. So. Wir ziehen das einfach nochmal durch und dann passt das schon. Einsatz. Genau, wir haben ja hier mehrere. So, dass es passt. Ah, hier wird jemand geheilt wieder. Perfekt. Wir haben genug Leute da. Oh Gott. Wir sollten vielleicht gerade mal einen Lieferungsstopp machen. Genau, wir können ja immer voll belegen. So, ganz nett. So. Was wir jetzt gerade mal so nebenbei machen könnten, ist... Was könnten die Waffenkammer machen? Machen wir das hier? Machen wir das hier? Das hier, das hier, das hier. Und das da. Passt schon. Haben wir gleich ganz neue Sachen. Und wir bräuchten ein bisschen mehr Wachenpersonal. Dann vielleicht noch einen Arzt. Und vielleicht noch einen Koch. 2 Gärtner. Und mehr Hausmeister. Das ist echt ein Durcheinander, Alter. Ich sag's euch. Die Arbeiter sind natürlich voll beschäftigt. Ich würde einen größeren Hof machen. Das Problem ist, ich müsste das hier eigentlich wieder abreißen. So, und ich würde hier den Raum wegmachen. Ihr merkt gerade, das Spiel macht mir so unfassbar viel Spaß. Und dann brauchen wir einen Hof. Ich würde den Hof hierhin machen. So. So. Die können ja währenddessen weiterbauen. Genau. Und hier haben die einen schönen Hof. Da können sie sich hinhocken. Ist alles gut. Die Dinger müssen hier weg. Genau. Räume. Und jetzt die Objekte. Genau. Ich markiere lieber alles nochmal einzeln. Genau. Und die Böden könnten wir auch wegnehmen. Könnten wir einfach zu schönem Gras machen oder sowas. Keine Ahnung. Lass die erstmal abbauen. Ah, ich baue als allererstes einen Lagerraum. So 10x10 groß. Oh, ich würde noch eine neue Kantine bauen. Dann würde ich die anders zuweisen dementsprechend. Achso. So. Lagerraum wäre echt gut. So, hier wird zu Ende gebaut, da wird alles durchgebaut. Sehr gut.
Es wird langsam, es wird langsam, es wird langsam. Ah, Zugang ist benötigt. Ich brauche eine personale Tür. Schon wieder falsch. Personal Tür. Passt. Alter, ich hänge an dem Spiel schon wieder ewig. Das Spiel macht halt unglaublich viel Spaß, wie ihr merkt. Merkt man gar nicht, gell? Also, ich könnte das Spiel den ganzen Tag spielen. Zumal irgendwann wird es richtig lustig. Also, ja gut, ob lustig jetzt die richtige Definition dafür ist, aber es wird irgendwann schon sehr heikel. Gerade wenn man dann in Richtung Todesstrafe geht. Ja, ich weiß nicht, ob man das machen sollte. Kann man die Böden entfernen? Kann man so, oh, da kann man aber nicht so. Räume, wo sind das da? Lagier. Putzmittel und so müssen wir auch noch machen. Okay. Oh, die werden sich freuen. Endlich ein Lagerraum für alles. Für jeden Schmodder, ey. Ja, die Küche ist noch viel zu klein. Man spürt's. Okay. Aber wir haben... Oh, hier sind die Leute abgehauen. Nicht gut. Ich glaube, wir müssen heute Nacht eine Durchsuchung machen, unsere Ärzte. Grabsteine kann man sogar machen, meine Güte. Was, wie kriegen wir den Boden weg? Kriegen wir den so weg? Nein. Kann ja mal mit Gras überlegen, nein. Den kann man so auch nicht wegmachen. Hä? Bleibt der da jetzt für immer oder was? Abrisswerkzeug. Nee. Nee. Hallo? Eigentlich geht das immer weg, aber jetzt nicht. Okay. Vielleicht brauchen wir irgendeinen Perk oder sowas dafür. Ein Perk mit Öl. Genau, die Erweiterung geht gerade. Gefängnisregel kommen noch. Ja, passt schon. So. Achso, was ich machen kann, ist das so. Kostet ein bisschen viel, aber hey. So. Dementsprechend brauchen wir gleich eine Arztpraxis. Warum ist das Wasser nicht verlegt? Das ist ja echt komisch. Ah, Moment mal. Hat er das denn nicht gebaut? Das wundert mich. Okay, dann sollte das jetzt klappen. So, da laufen die Leute rum. Achso, ich könnte noch eine Putzmittelkammer direkt nebendran machen. Ja, hätte ich was vergessen. So. Und was brauchen wir noch? Gemeinschaftsraum, eine Wäscherei vielleicht, noch Besucherraum. Also das bräuchten wir. Bücherei, Forstbetrieb. Alter, wir können so viel machen. Bewährung. Bewährung müssen wir noch machen. Rezeption. Ah, die Rezeption. Das da. Hier Büro für die Wachen, Werkstätten. Genau, jetzt bräuchten wir eine Krankenstation. Die würde ich direkt neben den Hof machen. 10x12 ist perfekt. Was brauchen wir denn hier? Einen kleinen Tisch. Einen Stuhl und einen Büroschreibtisch. Einen Büroschreibtisch. Büroschreibtisch. Und einen Tisch. Hier. Ne, so. So. Wobei, so reicht schon. Und Stühle. So. Das wird dann der Anfang hier, wo die Leute reinkommen. Jetzt müssen wir wieder eine Tür bauen. Eine Personaltür. Selbstverständlich. Hier kommt eine normale Tür rein. Das machen wir alles schön. Guck mal. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, was ich auch noch ganz vergessen habe, ist eine Tür, ein Zauntor. So, weil dann, wenn das gemacht ist, haben wir hier nämlich einen neuen Raum quasi. Und das macht natürlich nochmal mehr Sinn dann. Okay. Wow. Was für ein Durcheinander. Beton.
Einmal Betonwand. Betonwand. So, und hier kommt der Putzmittelraum. Der ist zwar ein bisschen groß, aber lieber größer als... Was ist denn das? Der. Damit wir zumindest ein sauberes Ding haben. So. Und zack. Putzmittelraum. Und dann... machen wir hier die Wäscherei. Dann haben wir das auch gleich untergebracht. Und dann kann der hier weiter. Bitte weiter. So. Und dann kann das Personal nämlich dann hier hin. Ich brauche... Wo ist denn die Krankenstation? Da. Nur eine Krankenstation gerade. Krankenbett. Wir brauchen ein Krankenbett. Oder mehrere. Hallo? Moment. Danke. Wir machen mehr sogar. Nein. Eins, zwei. Das ist ein bisschen viel, aber hey. Lieber so als eine reine Katastrophe. Oh, Moment mal. Da ist ein bisschen was schief gelaufen. Da wird es ein bisschen kleiner, ist auch egal. So, und eine Tür. Personaltür. Zack. So, das wird auch gleich fertig gemacht, denn wo ist das denn? Räume, Wäscherei. Die Häftlinge bekommen auch den Rest, also keine Sorge. Die bekommen den Rest. Klingt irgendwie falsch. Vier, fünf. Dann gibt es hier mehrere Wäschekörbe. Kann man sogar so machen. Und der Rest ist Waschmaschine. Der da hinten passt nicht. So. Dafür brauchen wir aber auch wieder einen Wasseranschluss. Das weiß ich, das habe ich ausgerechnet. Den legen wir offen. So, 1, 2, 3. Okay. So, jetzt. So, jetzt wird hier wieder gearbeitet. Und das ist wundervoll. Jetzt haben wir wieder Sachen erreicht. Wir müssen Leute gleich entlassen. Das ist zum Beispiel auch noch eine wichtige Sache, die wir noch gar nicht angedacht haben. Oh, da vorne ist etwas nicht angeschlossen. Aha. Hier haben wir wieder so ein berühmtes Problem. Stopp. Arrest. Und jetzt beginnt erstmal die Razzia. Oh ja, wir finden schöne Sachen. Ja, die Leute waren schon gefährlich. Es gibt nur Arrest, ne, wohlgemerkt. Ein Todesfall, okay. Krass. Natürlich gibt es Unruhen. Nur Stress gerade. Da hinten gibt es nur Stress wieder. So, der nächste. Ausgenommen. Sowas dauert halt echt lange. Und gleich suchen wir die Tunnel, ne? Okay, perfekt. Und jetzt die Tunnel. Das ist... Oha. Zwei Hammer. Ich finde gut, dass es endlich diese Tunnelsuche gibt. Die ist echt wichtig. Okay, jetzt dürfen die Leute wieder raus. Sehr schön. Wie macht man aber die Tunnel zu? Ich hab's vergessen. Diese Tunnel hier. Sollen die so wegmachen? Nee. War das mit den Böden? Nee. Ich hab's vergessen. Oder die machen das einfach so? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung.
Ich habe wirklich keine Ahnung. Man kann zum Beispiel ja hier nochmal so gucken, was man alles machen kann. Man hat Notfalldienste, man hat Einsätze, Objekte. Straßentüre, Wände abreißen, Zäune. Ich weiß nicht mehr, wie das ging, Alter. Ah, Tunnel verhüllen. Alles klar. So war das. Genau. Genau, weil das sind ziemlich viele gewesen sogar. So, damit ist das erstmal zu. Wundervoll. Jetzt kommen natürlich alle hier auf den kleinen Hof erstmal. Ich muss natürlich überall einen Wachmann haben. Das ist ja klar. Zur Kontrolle, hier wird richtig schön gespült und alles. Ah, so soll es sein. So soll ein Gefängnis funktionieren. Die Leute tun mir noch leid. Ich würde die auch gerne schneller entlassen. Ich habe noch gar nicht dran gedacht. Wie wir das am besten machen. Dem Entlassen. So, dann machen wir das. Kommen noch mal ein paar Gefängniszellen rein. Ich könnte ja schon mal gucken, dass ich Zuschüsse hole. Für Zellblock C. Da kommt einiges nochmal zusammen, ne? Hälfte jetzt, Hälfte später, würde ich sagen. Okay. Aber es läuft. Es läuft wirklich gut. Hier kommt noch einer hin. Ah, der kommt weg. Ah, kann es sein, dass es daran lag? Deswegen ich den Boden nicht wegmachen konnte. Eben. Noch ein Bug, kann das sein? Ich glaube, es ist wirklich wieder ein Bug. Ich habe einen Bug gefunden. Ich glaube, ich habe wirklich einen Bug gefunden. Ja, sei es drum. Okay. Dann haben wir hier, das haben wir. Die Duschen sehen nicht schön aus. Da hat bisher keiner aufgeräumt. Hicks. So, die sind jetzt schon mal da. Wir haben fast 100. Mist. Aber nur fast. So. Okay, was ist denn hier? Ernsthafte Beschwerden. 13 wurden grundlos durchsucht. Naja. Grundlos ist immer relativ, ne? Ihr wisst ja, wie es ist. So, hier. Jetzt kriegt ihr erstmal Toilettenanschlüsse. Die funktionieren. Ja, jetzt bräuchten wir. Kann ich hier einen. Gibt's sowas? So einen Raum. Gemeinschaftszelle, Luxuszelle, Einzel. Büro, Krankenstation, ein Shop. Werkstatt, Klassenzimmer. Leider nicht. Oder? Ne, ist eine Gefängniszelle. Das ist Gemeinschaftszelle. Verbesserte Zelle, da hat es dann schon besser. Einzelzellen sind richtig mies. Nee. Da würde ich den hier. Nein, stopp. Für so. Für die Entlassungsdinger da. Ich weiß nicht, wie groß die sein müssen. Wir werden es gleich sehen. Wie heißen die nochmal für. Damit die freikommen. Ich vergesse das immer. Ihr wisst, was ich meine. Alter, das Spiel macht mir gerade viel zu viel Spaß. Ich will nicht aufhören. Wir sind schon fast bei 2 Stunden. Ja, wobei 1,5, glaube ich. Ist viel zu lange. Ihr werdet euch das nie bis zu Ende angucken. Aber es macht so Spaß. Und eigentlich wollte ich noch was anderes aufnehmen. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm, dieses Spiel. Es zieht einen an. Wie heißt denn das nochmal? Bewährungszellen, Raum, whatever. Bewährung. Reicht der Raum? Ja, 5x5, okay.
Es braucht nur noch einen Besuchertisch. Ein Besuchertisch. Da. Da passt nur einer hin, oder? Würde ich jetzt schon spontan. Ich mach mal zwei hin. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Und hier mach ich mal eine Tür. Zur Sicherheit. So. Damit haben wir das auch. Dann können wir nämlich Leute freilassen nach und nach. Und die Leute warten auf Besucher. Das müssen wir dann dementsprechend schön nebeneinander machen. Und auch, es muss leider ein bisschen rauslugen. So ist es nämlich gedacht. Leute, die nämlich abhauen wollen, die kriegen nämlich sofort Stress. So. Okay. Achso, ich würde die gerade mal kurz arrestieren. In der Nacht. Weil der Zorn kommt nämlich auch ab. Dann haben wir zumindest solche Sachen da. Es gibt keinen Stress, kein gar nichts. Ich glaube, die Leute gehen einfach nur pennen. Das ist mir viel lieber. Ah, guck mal, ist eh schon fertig. Sehr gut. Oh, das sieht nicht gut aus. Das da. Und das da, komm weg. Und jetzt brauchen wir... Das ist ja der Besucherraum. Wir brauchen zwei Sachen. Wir brauchen einen Zaun. Für die Besucher. Gibt es einen extra für Besucher? Zack. So. Die können ja dann immer rein. Also okay. Und jetzt brauchen wir die Tischleine. Und wir brauchen direkt Personal. Achso, wir müssen das erstmal zum Besucherraum machen. So. Zack. Und dann schon mal einen reinstellen. Das ist nämlich nicht zu viel verlangt. Und jetzt brauchen wir, glaube ich, Besuchertische, ne? War das nicht so? Was war das? Besuchertische. Das sind Besucherkabinen halt. Gibt's Tische? Gibt's andere? Moment. Okay, es gibt Besucherkabinen und Besuchertisch. Ich sehe nur Tisch. Ach hier, die Dinger hier. Das ist natürlich auch schön, weil die können hier eh nicht abhauen. Kann man nämlich ganz viele nebeneinander platzieren. So. Weil die kommen hier definitiv nicht raus. Zack. Genau. Hier und... Da kommt noch einer hin. Hier kommt noch einer hin. Hier überall ist einer. Hier sind zwei, mal drei rein. Hier ist noch einer. So, und dann kommen hier noch drei rein. So, dass es ungefähr aufgeteilt ist, ne? So. So, die Leute warten auf Besucher. Die Leute warten auf Bewährungen. Besucherrechte. Stellen Sie einen Billardtisch auf. Stellen Sie... Was? Achso, bauen Sie einen Gemeinschaftsraum. Okay. Was gibt's noch? Besser durch Bildung, Ernährungsstudie, Drogenbekämpfung. Summer. Laufender Aufstand. Uiuiuiui. Dann holen wir die Polizei. Dann tut es mir leid. Einsatzkräfte sind da. Los geht's. Die kommen gleich hier hin. Und hier. Los geht's. Schnell gemacht. So, das wird aber schnell niedergeknüppelt hier. Wo sind denn die letzten Aufständischen, ha? Huh? Da hinten? Die werden alle niedergeknüppelt, so wie es soll. 1, 2,
Und die dürfen jetzt natürlich hier aushelfen. Warum haben die so viel Stress gemacht? Entfernen Sie den Vorrat an gestohlenen Werkzeugen. Okay, das müssen wir gleich machen. Gemeinschaftsraum, das würde ich gerne machen. Das kann man aber mit schnellen bauen. Einfach nur, damit wir nicht so... Gemeinschaftsraum. Da. Das ist nämlich eine tendenziell schöne Sache. So. Billardtisch, zwei Fernseher. Ach, das kriegt man super hin. Also, die dürfen jetzt auch gehen. Hier gibt es genug, die warten. Hier gibt es Besucher. Das freut mich auf jeden Fall, dass das hier so klappt mit den Besuchern und so. Okay, wir brauchen einen Billardtisch. Ah ne, ist noch nicht ganz fertig. Moment. Wir geben Billardtisch ein. Achso, und wir brauchen Strom. Wann denn auch nicht? Sag ich mal so. Okay. Ah, jetzt kommt erstmal das Interieur rein. Okay, zack. Das eine haben wir. Mindestens ein Fernseher. Mindestens 5 Telefonzellen. Telefonzellen. Fünf Telefonzellen und Fernseher noch einen. Was ist denn der Fernseher? Ah, hier kann ein großer hin noch. So. Passt. Okay. Oh Gott, wir brauchen... Machen wir es so. Zwei Ärzte. Einen Koch. Das passt schon. Irgendwie kriegen wir das hin. Mehr Leute zum Aufpassen ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Huch, wo haben wir denn keinen Strom? Ah, jetzt so. Ach, weil wir hier niemanden haben. Jetzt aber. Dauert nicht lang. So, dann haben wir das. Das ist blöd, dass das jetzt nicht mehr weggeht. Hier gibt es ganz viele Besucher. Na gut, es gibt ein paar Verletzte. Guck mal. Dann haben wir das auch. Jetzt geht es nämlich ein bisschen flotter. Wir brauchen noch ein paar Zählen. Das ist echt ein Problem gerade. Ich würde einen komplett neuen Häftlingsblock aufmachen, glaube ich. Und wir bräuchten eine viel größere Kantine. Dann machen wir es folgendermaßen. Nee, passt nicht. Okay, gut. Wir machen das einfach hier. Hier kommt erstmal die 15 mal 20 große Kantine hin. Dann erweitern wir diesen Zellenblock. Ah, wobei, Moment. Die haben auch gar keine Dusche, ne? Also ich hier eine große Dusche erstmal hinbauen. So. Den Zellenblock könnten wir theoretisch hier noch ein bisschen erweitern. Ich weiß nicht um wie viel. Ich mach's mal so. Hauptsache wir erreichen jetzt erstmal volle Kanüle. So, den Zaun müssten wir erweitern. Der wird jetzt echt lang langsam. Ich würde ihn erstmal hier anschließen. Eins. Nein. So. Dann würde ich hier eine Doppeltür machen. Hier kommt eine als allererstes eine Gefängnistür rein. Und hier auch. So. Und jetzt macht sich das langsam erstmal. Genau. Na, da wurde schon wieder was konfisziert. Genau. Jetzt wird hier ein großer Zaun gebaut und zack, zack, zack. Und ja, das dauert jetzt ein bisschen.
so ein paar Minuten. Und genau, dann können wir nämlich dieses Mauerteil hier abreißen und so. Und weiß der Geier. So, dann haben wir hier noch was. Kommt hier erstmal eine Betonwand dazwischen. So, das war das Ziel. Hier kommt die Dusche rein. Wo denn das? So. Jetzt brauchen wir überall Duschköpfe. Damit die Leute überhaupt mal duschen können. Diese Tür kommt gleich weg. Wenn die Duschköpfe ankommen, hier oben sind. Hier kommt eine Mauer hin. So, hier kommt eine Mauer hin. Oh, das habe ich ja perfekt gebaut. So. Dann kommen hier noch Wände. Zack. Und wir brauchen diese Abgüsse. Windete. Dann haben wir so. Perfekt. Hier kommen neue Zellen rein. Das wird aber knapp mit der Kohle. Hm? Eins, zwei, vier, fünf. Ah, ein bisschen zu weit gebaut. Alles klar. Okay, Moment, zack. So. Puh, das kann aber jetzt lange dauern. Und es kostet sehr, sehr viel Geld, leider. Also die Duschen werden jetzt erstmal fertig gemacht. Das ist ja jetzt erstmal kein Drama. Aber wir müssen dann gucken, wie wir wieder an Geld kommen. Ne? Was ist denn Initiative? Ah, das da. Haben wir? Nee. Das bräuchten wir auch noch irgendwann. Ich meine Güte. Okay. Ah, wir brauchen Wasser. Ganz viel Wasser. So, jetzt kommt das. 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 Death. So. Achso, und wir brauchen Strom. Selbstverständlich. Brauchen wir Strom. So. Überall Strom. So, guck mal. Jetzt läuft's. Also, bald läuft's. Wenn wir wieder Geld haben. Ist gar nicht immer so einfach, Alter. Hä, warum kommt der nicht rein? Bist du blöd? Das muss ich mir nochmal erklären. Warum kommt er durch diese Tür nicht rein? Ah. Alles klar. Die kann nämlich weg. Die Mauer. Sehr gut, dann ist das ja auch durch. Dann kann das Objekt weg. Und das Objekt weg. Okay. Jetzt wird ein Schuh draus. Ich habe Mist gebaut. Ich habe nämlich voll vergessen, wie das hier zu laufen hat. Okay. Nächste Nacht wieder dicke Kontrolle machen. Ihr wisst Bescheid. Ja, und jetzt fehlt uns natürlich noch einmal hier der komplette Durchlauf mit den Leuten. So, Moment mal. Einfach nur, damit wir ein bisschen mehr Geld ausgeben. Also, nicht, dass wir das nicht hätten, aber... Ah ne, ganz hinten.
oder? Ja, so. Schnelles Bauen. 1, 2. Und danach sind wir erstmal arm. So habe ich gehört, geht es heutzutage allen Leutchen. Gibt nur Ärger oder was? Muss ich hier eine Polizei reinschicken? Ach Leute. Wo sind denn meine Leute? 30 Wachen? Keines auf Posten? Naja, zumindest überflutet es nichts. So, dann baut sich das wieder mal, was mich sehr erfreut. Also Besucher werden abgehakt. Jetzt kommt die Zellenkapazität gleich nochmal. Dann belegen wir wieder komplett. Also. Ich hole nochmal 10 und ich hole nochmal 5. Man weiß ja nie. So, damit haben wir das auch durch. Da wird gebaut wie verrückt. Ich hole nochmal ein paar Gärtner und ich hole auf jeden Fall so, nochmal 10 Hausmeister zur Sicherheit. Damit hier auch alles schön gemacht wird. Wir müssen gleich Häftlingsarbeit einführen. Sonst wird es hier nichts. Hunde, Waffenkammer. Wir gehen jetzt natürlich voll in die Bewaffnung. So. Wir brauchen dringend Einzelzellen. Also das Fieseste, was es eigentlich hier geben darf, sind Einzelzellen. Ich würde die ganz ehrlich hier hinten machen. Das ist so... Warte mal. Die brauchen halt echt nicht viel Platz. Das ist so das Schlimmste, was dir, glaube ich, passieren kann. Hier in den Knast zu kommen. Dann bist du... Dann bist du echt unten. Keine Gitterwand. So. Einfach nur das da. Und gleich wird's lustig, wenn wir diese, wenn wir diesen Knast bauen. Das ist so. Also dieses Ding da oben, ey. Boah. Ich bräuchte hier vielleicht noch die Küche hinten dran. Ich würde die groß genug machen. Ich würde die so machen. Das passt schon. Das ist okay. Das fangen wir mit den Betonwänden an. Die brauchen immer nur 2. Es tut mir dann so leid immer für die Leute. Ne? Und jetzt kommt einfach nur... Die, nee, die brauchen 2. Also immer so. Das reicht. Von Anfang. Und du wirst sehen, wie schnell die sich benehmen werden. Wo sind denn die Einzelzellen da? Zack. Wenn sich jemand nicht benimmt, ab da rein. Das ist so das Schlimmste, was dir, glaube ich, hier ereilen kann. Ah, hier fehlt auch Strom. Echt? Hier fehlt Strom? Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Wie sieht es mit dem Strom aus? Wir kratzen echt oben. So, sicher, sicher. Dann haben wir genug Strom erstmal. Die Kantine wird gleich noch gemacht. Also, keine Sorge. Die Kantine wird mitunter das Wichtigste sein. Hier kommt dann eine Personaltür. Und hier kommt eine Personaltür. Ah, hier haben wir ja noch einen Zaun, den wir nicht bräuchten. So. Der Zaun kann weg zumindest. Ne? So, und jetzt können wir nämlich eine Gehscheite, Betonwand einziehen. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß da hinten.
Ich würde da auch nicht gerne aufpassen wollen. Und hier. Ja, das ist nicht so schön. Nee, nee, nee. Kann man auch nicht wegmachen, irgendwie diesen Raum da unten. Na egal. So. Und gleich. Es gibt Bilder. Ja, einzelhaft halt, ne? Kann man das wegklicken? Ah, das geht weg, okay. Was? Ist doch eingeräumt. Ah, ich weiß, was das Problem ist. Moment. Jetzt ist es ein Raum. So, damit haben wir auch das wieder. Ja, da kommen neue Leute. Die wollen sicherlich Ärger machen. Nachts machen wir wieder komplette Kontrolle. Controllo einmal. Ja, genau. Der kann aufmachen, der kann das. Der ist erwachsen. Genau. Hoppala. Wände. Die brauchen tatsächlich immer nur zwei. Das ist fiese dran. Und jetzt ziehen wir zu. Oh. Bei dem weiß ich gar nicht, wie wir das machen können. Oh. Ha. Jetzt haben wir nämlich eins zu wenig. Nee, immer zwei. Immer so, immer so, immer so. Das ist so wirklich wie so ein Loch. Ah nee, wir brauchen drei. Oh, sorry. Zacko. Wir brauchen drei. Also das ist eine Zelle. Weil den einen Platz hat ja die Wand noch. Oh, hier habe ich eins falsch gesetzt. So. So, und jetzt kommt das Ding. Gut, dann haben wir hinten halt noch einen Platz, aber das machen wir noch. Okay, und jetzt nehmen wir Objekte. Nee, das hier. Wo ist das hier? Okay. Dann haben wir auch wieder Einzelhefte. So, wir haben nicht mehr viel Kohle. Das ist also klar, dass wir jetzt hier, dass das hier jetzt das Einzelhaft wird. Also der Dings, dass das jetzt erstmal gebaut werden soll. Zack. Und damit haben wir wieder Einzelhaftzellen. Und ich glaube, darüber freut sich keiner hier. Warum brennen die Lichter? Ach egal, ich frage gar nicht. Hier bräuchten wir noch Strom. Und, jo, jetzt läuft's durch. Die Kantine kann halt noch nicht fertig werden. Wir haben nicht genügend Kohle. Leider, leider, leider. Leider, Schneider. Aber sei es drum. Das kommt noch, das kommt gleich. Nachdem das hier fertig ist, so passt. Guck mal, so soll's laufen. Jetzt haben wir Einzelhäftlinge. Jetzt haben wir alles, alles, alles. Alle Häftlinge essen. Vorrat an gestohlenen Werkzeugen. Das kommt jetzt erst. Ah, jetzt können wir mal gucken. Zellenblock D. 200. Ja, das ist mutig, ne? Das kommt noch. Das könnten wir machen. Bauen Sie einen Unterrichtsraum. Geht das aber schnell? Klassenzimmer. Die können wir nämlich hier platzieren. Einer. Eigentlich müsste ich das hier platzieren. So.
dass ein Häftling, also dass 10 Häftlinge Grundlagenausbildung und ein Häftling Allgemeinbildung abschließt. Okay. Dann bauen wir die Dinger mal. So. Dann schließen wir ein bisschen was ab. Und das bringt halt immerhin 40.000. Also das ist eine Menge Zaster, ne? Das ist halt der Punkt. So weit würde ich gerne jetzt kommen. Dass wir zumindest das Geld noch erhalten. Also, wir bauen Strom wieder. Das ist so altbewährtes Problem. 1, 2. Okay. Los geht's, würde ich sagen. So was trinken. Ich bin nur am Babbeln. So, jetzt müssen wir das über... Stopp. Das hier. Nein. Ah, hier, genau. Genau. Kein Terminplatz. Wir machen hier erstmal Grundlagenbildung. Zack. Wo sind denn die... Nein. Wo ist denn der Termin nochmal? Ah. Genau, jetzt können wir nämlich hier sagen, was kommt. Sicherheit und Hygiene in der Küche. Der gültigen Arbeitszeit. Ja, jetzt müssen wir Arbeitszeit und so anpassen. Dann machen wir es so. Dann anhalten erstmal. Dann machen wir hier. Die Leute können gerne erstmal aufstehen. Und ich lasse dich hier arbeiten und Freizeit haben. Arbeiten und Freizeit haben, das können sie sich dementsprechend einstellen, einrichten. Genau, duschen können die zweimal. Wobei, ich würde das Essen... Nein! So, würde ich sagen, vielleicht schieben wir die Dusche hoch. Dann haben die Arbeit und Freizeit nochmal. Dann haben die Hofgang. Dann würde ich das Essen hier nach hinten... Nein. Das Essen nach hinten verschieben und das nochmal. Nein! Oh, Mann. Da hinsetzen. So, dann haben die zwischen 8 und 12 und 5 und 8. 8 und 12 und 5 und 8, okay. Und dann können wir nämlich jetzt den Terminplan reinhauen. Hier. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, hier können Bewährungsanhörungen kommen. Auch hier. Ist okay. Hier kann man dann dementsprechend Hygiene, Küche auch ansetzen. So. Weil so viel brauchen wir nicht. Ich würde es Vormittag machen. Denn dann können die die Grundlagenbildung. Grundlagenbildung. Ach, hier. Eine mal Allgemeinbildung und nochmal Grundlagenbildung. Das ist ja viel mehr. Kann man hier die Verhaltenstherapie machen. Häufig, so oft man will. So, machen wir hier ein bisschen Platz dazwischen. Dann machen wir hier unten noch eine. Und dann gibt es noch einen Gemeinschaftsraum. Gruppentherapie für Alkoholiker. So, wir ballern alles voll. Und jetzt können wir nämlich sagen, jetzt gibt es das. Ah, hier, Verhaltenstherapie. Was brauchen wir dafür? Okay, Verhaltenstherapie können wir so jetzt noch nicht machen. Und kein Lehrer. Okay, also, hier kann man... Ah, ne. Okay, also hier... Das ist halt so ein großes Problem, das hier. Im Büro. Das heißt, wir brauchen hier ein Sofa. Ein breites Sofa. Sofa. So. Dann machen wir... Ja, jetzt könnte ich die eigentlich tauschen, ne? Dann machen wir das so.
Und das hier ist nur für Personal. Nicht, dass die Leute auf dumme Ideen kommen. Jo. Okay. Weil dann können wir nämlich hier noch einen einsetzen. Dann kann das hier unbewacht bleiben. So, versteht ihr? Warte. Wait for it. Zack. Da kann nämlich so einer rein. Und jetzt kann das auch stattfinden, ne? Ich guck gerade nochmal zur Sicherheit. Das war hier. Keine Ausstattung. Schülersitze. Ein Schülersitz, warum denn? Ich verstehe das nicht. Was ist denn das? Schülersitz. Elektrischen Stuhl vielleicht jetzt nicht so ganz. Schülertisch. Ich mach's einfach mal. Vielleicht kommt noch ein Schülertisch. Pass auf. Geht es jetzt? Noch immer nicht. Mittel. Angekleidet vom Psychologe. Hab doch einen Psychologen, ne? Ja. Ich verstehe das nicht, Kinders. Ich verstehe das wirklich nicht. Wir könnten ja nochmal versuchen. Da hätte ich mir jetzt eine Anleitung gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Warte, machen wir was anderes. So. Machen wir es breit genug. Dann sitze ich da gleich noch einen Psychologen rein. So. Machen wir gleich in Ruhe. Und vielleicht klärt sich das dann. Dass es nicht geht, ey. Blöde Psychologen. Kriegen nix hin. Nee, so schlimm ist auch nicht. Stopp. Nee, das ist falsch. Das da. Jetzt beginnt erstmal die Razzia. Oh, 22 Schlüssel, krass. Ja, das ist ja doof. Jetzt haben wir natürlich alles gefunden. Mensch, ist das doof. Ist das selten doof. Wir suchen einfach alles ab. Und gleich suchen wir noch nach Tunneln, ne? Ich will es nur mal sagen. Da sucht jemand nach einem Ausweg. Es sind noch zwei Sorten Sachen. Ja, wird das was? Oder... Nein, keine Razzia. Tunnelsuche. Wie viele finden wir denn? Da hinten ist auf jeden Fall einer. Sehr schön. Okay, das eine ist durch. Das haben wir auch geschafft jetzt. Sehr schön. Und damit haben wir einen Tunnel schon mal. Das ist das, was ich wollte. Zack. Nicht mit uns. Warum kommt hier kein Strom an? Wir wollten bauen, aber wir haben es vergessen. Ich will hier ein Büro haben. Wo ist denn das Büro? Psychologenbüro. Da. Da kommt ein Psychologe rein. Ein Psychologe. Der braucht... Oh Gott. Braucht auch wieder alles gefühlt. Er braucht einen Schreibtisch. Einen Stuhl. Einen Aktenschrank. Und noch was? Nö. Die Sachen. So schnell wie möglich. Dann hat der Psychologe natürlich dann einen Platz endlich.
Also. Okay, das Geld haben wir jetzt langsam zusammen. Genau, und dieser Psychologe braucht, angeleitet von einem Büro, 2 Stunden. Jeder Häftling benötigt breite Sofa. Okay. So. Und dann braucht er noch diese Schülersitze. Ne, das war doch das. Okay. Breites Sofa. Mittel, keine Ahnung. Kannst du mir erzählen? Was ist denn los? Muss man schon wieder eine Razzia laufen lassen, Leute. Ach ja. Das geht so gar nicht. Gar nicht. Achso, die Leute können auch wieder raus. Alles gut. Oh nein. Stopp. Ich hab's mir schon fast gedacht. Alles zu. Oh, das ist ja wieder. Ist ja wieder ein Wunder. Das ist auf dem Hof. So. Aus Versehen rausgedrückt. Die kommen ganz schnell rein. Und die machen ganz schnell kurzen Prozess mit den Leuten. Oh Gott, es sind viele Tote. Okay. Nochmal Aufstand, Alter. Ja, ich würde mal sagen. Einen hat's wohl erwischt. So, wir haben hier wohl starke Bandenkriminalität, würde ich sagen. Ach, die kommen so nicht rein. Okay, zack. Jetzt können die natürlich alle hier erstmal versorgen. Schon wieder. Ab in Arrest. Alle. Aber zeig ich. Aber zeig ich. Und jetzt gibt's demnächst hier ganz andere Sachen. So, die raus. Die kommen hier hin. Kommen hier hin. Alle, die tot sind, sind tot. Kann man jetzt auch nichts mehr machen. Meine Güte. Abzug, Leute. Abzug. Mehr können wir nicht tun. Okay, so war es das halt. Viele Polizisten sind verletzt. Wie sieht's denn aus? Oh, 8 Polizisten. Das bedeutet für uns tatsächlich jetzt Taser, ne? Panzerwesten, Taser, Taser-Ausgabe. Das kommt als nächstes dann nochmal. Es geht nicht anders. Also wir haben das ja jetzt alle hier gemacht. Wir haben uns jetzt drum bemüht. Ja, aber so geht's nicht weiter. Jetzt kommt's hart auf hart, Leute. Jetzt werden wir richtig aufrüsten. Was ich so nebenbei machen könnte, ist eine neue Kantine aufmachen. Weil vielleicht schlagen sie sich auch deswegen, ne? Also. Küche. Irgendwo muss die Kantine sein. War eine recht große Kantine. Dass jeder hier auch sein Futter bekommt. Und es nicht immer nur ausartet, ne? Machen wir hier noch ein Ding hin. So, Tische ohne Ende. Haben wir hier eins frei. Passt schon. Wir müssen das so machen, das passt. Hier passt noch einer hin. Sehr gut. Und dann
Bänke. 1, 2. So, und so. Das ist Nummer 1. Und jetzt kommt hier natürlich die Küche noch hin. Herde. So. Ist eine recht große Küche, wie man merkt. Mit Menge Kühlschränken. Moment, wie man das andersrum? Vielleicht machen wir die obersten hier weg. Und wir brauchen die Spüle. Ja. Ich glaube, wir brauchen nicht so viele Herde, kann das sein? So. Ah, ich habe eine Idee. So. So. Und jetzt können wir noch ein, zwei Herde draufpacken. Hier, 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 hier. Und dann bauen wir noch einen Kühlschrank. Zack. Und dann. 1, 2. Und dann. Die große Verbindung hier. Zack. So, sicher ist sicher. Und los geht's. Dann haben wir nämlich nochmal was Neues. Dann können die sich nicht immer nur beschweren, beschweren, beschweren. Der ist natürlich komplett im Eimer jetzt. Wir haben nicht so viele Leute, dass wir hier alle jetzt allen jetzt aushelfen können. Ah, Moment. Was entscheidend wäre. Wir machen das so. Dann kriegen die erstmal mehr Essen. Mal bei 25. Bedürfnisse. Immer voll belegen, das ist eine wichtige Sache. Hier. Nee, wo ist denn das? Geistige Führung habe ich nicht. Ja. Wertend. Ah, es geht. Kein Raum gefunden, okay. Dann haben wir wenigstens hier was. Haben wir viermal Verhaltens. Therapie. Wir bräuchten noch so einen religiösen Raum. Oder mehrere von mir aus. Eigentlich hätte ich das als allererstes bauen sollen, aber ich bin natürlich jetzt hier. Ich bin im Knast. Ihr wisst, was ich meine. Wir versuchen hier selbstverständlich unsere Schäfchen anders zusammenzukriegen. Da hilft Kirche ja nicht immer. Aber vielleicht jetzt. So, dann machen wir hier noch eine Wand hin. Und dann haben wir hier einen religiösen Raum. Den haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Und dann brauchen wir noch einen Postraum. Und was weiß der Geier was noch? So. Und wir werden natürlich alles reinbauen. Na, also wir werden einen Altar, einen Gebetsteppich oder mehrere halt. So. Dann bauen wir hier einen Altar hin. Schön multikulturell. Und geht nicht anders. Kein Platz. Haben wir genug Platz für alle. Ja, entschuldigt vielmals. Ich hätte gerne weiter aufgenommen, aber ihr seht, das Bild ist schwarz. Windows wollte sich einfach mal herunterfahren. Danke, Windows. Naja, aber das soll es gewesen sein, ganz ehrlich. Wir haben jetzt viel zu lange gespielt. Von daher vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen bei der Sonntagsstunde. Sonntagsstunden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, was auch immer dann kommt. Ich habe schon eine Idee. Also von daher, bis dann.